Herzlich willkommen bei Liche Life Balance zum Online-Workshop Windhand-Kung-Fu. In Videoblöcken zeigen wir euch Stock- und Schwertformen sowie eine Vielzahl von Kicks, Hand- und Armtechniken, die ihr bequem zu Hause oder mit euren Freunden einstudieren könnt. Abonniere unseren YouTube-Channel und erlerne Windhand-Kung-Fu. Herzlich willkommen bei Liche Life Balance. Mein Name ist Frank und ihr seht den Workshop Online Kung Fu. Heute mit dem Thema und der Performance Stock- und Schrittfolgen. Okay. Doch bevor wir richtig loslegen, legen wir erstmal die Grundkenntnisse fest. Die beginnen damit, dass wir hüftbreiten Stand stehen und nehmt den Stock, von mir aus in die rechte Hand, umschließt ihn ganz. Achtet darauf, dass er nicht nur die Finger dazu benutzt, sondern den ganzen Stock umfassen und schwingt ihn rechts und links am Körper vorbei. So weit weg, dass er euch nicht verletzt. Passt da ein bisschen auf. Okay, so dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, dass der Stock von alleine schwingt. Nicht zu viel Kraft rein. Wenn ihr so ein Gefühl dafür habt, dass es gut läuft, dann probiert es mal mit der linken Seite aus. Immer locker, Spaß dabei haben. Okay, und stopp. Als nächstes, die Schrittgröße wird ein bisschen größer. Die Stellung heißt Leopard. Und wir bringen unser Gewicht von der rechten Seite auf die linke Seite. Hin und her. Linker Leopard, rechter Leopard. Linker Leopard, rechter Leopard. Links und rechts. Und wir nehmen die Übung von vorhin dazu. Stock locker und entspannt an den Seiten herabschwingen lassen. Achtet besonders darauf, wenn ihr auf der linken Seite euer Gewicht habt, dass ihr den Stock an der rechten Seite nicht unten gegen das Schienbein feuert. Rechter Arm, linker Arm. Zweite Hand hinzu und legt die euch auf den Unterarm. Übergebt den Stock zur anderen Hand. Legt auch hier wieder die freie Hand auf den Unterarm. So viel zur Grundübung in Leopard. Das nächste ist, wir lernen noch einen Schritt hinzu. Wir gehen aus der Leopardstellung einen Schritt etwa 45 Grad nach rechts raus in gekreuztes Bein. Mein Gewicht ist auf dem hinteren Bein, das vordere ist ganz leicht aufgesetzt. Gewicht verlagern vom rechten Bein auf das linke. Schere. Zurück, gekreuztes Bein. Nach vorne. Schere. Zurück. Gekreuztes Bein und Schere. Hin und her. Die Ausgangsstellung zurück. Leopard. Gewicht aufs linke Bein, das rechte etwa 45 Grad nach vorne. Gekreuztes Bein. Nicht verlagern. Schere. Nicht verlagern. Gekreuztes Bein. Nicht verlagern, Schere. Nicht verlagern, gekreuztes Bein. Hin und her. In die Ausgangsstellung. Okay, nur die Schrittfolge erstmal separat. Schritt raus, links, gekreuztes Bein, Schere. Zurück, andere Seite. Gekreuztes Bein, Schere. Und zurück.
Leopard, Leopard, gekreuztes Bein, Schere. Hin und her. Übt das ein paar Mal, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt, dass es eine ganz natürliche Bewegung ist. Okay, wir gehen wieder in die Grundübung mit dem Stock. Schwingen rechts und links von einem Leopard zum anderen und machen den kleinen Schritt links raus. Stock an der linken Seite vorbeiführen. Nochmal. Schritt raus, Stock an der linken Körperseite vorbeiführen. Nochmal. Stock an der linken Körperseite vorbeiführen. Mich zurück, rechte Seite. Nochmal von vorne. Schritt raus, Stock links, Stock rechts. Und wieder zurück. Nochmal, Schritt raus, links, rechts. Ausgangsstellung. Und nochmal. Links, rechts, Ausgangsstellung. Wiederholen. Links, rechts, Ausgangsstellung. Zur anderen Seite. Schritt raus. Nach links und links, rechts, Ausgangsstellung. Links, rechts, Ausgangsstellung. Links, rechts, Ausgangsstellung. Und nochmal. Links, rechts, Ausgangsstellung. Ihr könnt diese Übung mit der linken Hand auch nochmal probieren. Versucht auch hier wieder locker und entspannt die Schritte zu wählen. Zuerst links raus. Links am Körper vorbei, rechts am Körper vorbei und Ausgangsstellung. Und nochmal, Schritt raus, links am Körper, rechts am Körper vorbei. Seid vorsichtig, dass ihr euch nicht verletzt. Zur anderen Seite, Schritt raus, links, rechts, Ausgangsstellung. Hin und her, versucht einen natürlichen Rhythmus zu finden. Okay, und kurze Pause. Ganz wichtig ist, wenn ihr die Schritte rausmacht, dann achtet darauf, dass ihr euch nicht in die Richtung bewegt, so dass ihr mit dem Stock euch den unteren Fuß verletzt. Ja? Versucht den Stock so zu fassen, und da beginnen wir mit der Grundübung, dass ihr mit der rechten Hand den Stock fassen könnt und mit der linken. So, dass ihr ihn in der Mitte übergeben könnt. Linker Arm, rechter Arm. Wiederholt die Vorübung von vorhin. Okay, und nehmt die Schritte nach außen hinzu mit gekreuzten Beinen und Scheren. Schritt raus. Und Schritt raus. Das sind die Vorübungen. Darauf basiert dann alles andere, was dann noch kommen wird in den nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonniert unseren YouTube-Channel, besucht unsere Webseite hische-live-balance oder besucht uns auf Facebook. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dann. Ciao.